So, hallo, wir machen weiter beim. Nee, nicht Super Mario Maker. Ich habe zwei, machen wir weiter. Und vielleicht starten wir es auch. Sehr gut. Und letztes Mal haben wir. Ich kann die Taste nicht. Warum? Oh, ich habe es doch gerade geöffnet können. Wieso kann ich denn dann jetzt nicht? Danke. Was haben wir gemacht? Wir hatten dieses Level, wo ich erst skeptisch war. Ach, und dann hatten wir dieses hier. Ja, genau, das war das. Okay, jetzt spielen wir jedenfalls Circle Car von. Ach, hatte ich schon geguckt, wer das war, ne? Ich weiß es nicht mehr, wer es war, aber wir hatten da schon nachgeguckt. Schaut den letzten Part, wenn ihr es wissen wollt. So. Let's go. Was haben wir denn hier Hübsches? Oh. Okay, das ist ein sehr kleiner Sichtkreis. Okay, Sprites, also Gegner, sehe ich. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, mich kann eigentlich kein Gegner überraschen, aber ich sehe natürlich keinen Boden. Dann will ich aber mal hoffen, dass das nicht super unfair. Oh, ich krieg eine Fackel. Die macht wahrscheinlich gleich alles größer. Ach so. Ist die wie ein Schlüssel? Oh. Alles gut, kriegen wir gerettet. Ich kann nicht spinjumpen. Ich kann nicht spinjumpen. Ist meine Taste kaputt oder kann ich in dem Level einfach nicht spinjumpen? Ich kann nicht spinjumpen. Ich komme nicht. Ich komme an das Gimmick des Levels nicht mehr. Okay, stellt euch vor, ich hätte eine Fackel dabei. Okay, cool. Wait. Oh. Ja, aber. Ah, okay, hier geht's. Ach so. Oh, vielleicht kommen wir gleich wieder an die Fackel. Ah, wir kommen gleich wieder an die Fackel. Ah, okay. Ach so, das Level geht nach oben. Oh, schon zu Ende. Toll. Das wird ja richtig spannend. So, aber wie hätte man das jetzt sehen können, wohin man springen muss? Man sieht es ja nicht. Es ist ja nur geschätzt. Wie hier. Oh mein Gott. Okay. Da unten ist die Fackel. Ah, okay, ich muss irgendwie. Oh, da ist der Midway Point. Ja, den nehme ich ja auch mal mit. So, hier geht's runter. Und dann geht's hier zur Fackel. Yo! Okay. Da geht's zur Fackel. Nice. Okay. Witzig ist, an dem Pilz kann ich jetzt sehen, ob ein Abgrund kommt oder nicht. Na gut. Ach, da ist eine Tür. Wait, ist das ein neuer Midway? Ja, das hat Risse. Ah, dann kann ich in die. Ah, ich brauche, das ist eine Reset-Door. Ich brauche einen P-Switch. Also das hier ist eine Reset-Door, wenn man den P-Switch verhaut. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. Das heißt, ich muss den P-Switch finden. Auch nichts. Aber hier unten ist ja auch nichts.
Hä, aber hier ist ja auch nichts. Irgendwo noch was versteckt, was ich noch nicht gesehen habe? Oh! Da ist eine Plattform. Genau da. Hier geht's weiter. Okay, da waren wir noch nicht. Da ist auch kein Peace-Switch. So, jetzt sehe ich aber wieder nichts. Kritisch. Okay. Hier ist der Peace-Switch. Okay. Jetzt habe ich die Wahl, den hier zu drücken. Aber ich weiß halt nicht. Ich muss beides mitnehmen. Oh, nein! Die Treppen. Scheiße. Das war nicht so gut jetzt. Aber jetzt müsste ich hier... Ja, sehr gut. Jetzt kriege ich die Flackel. Jetzt kriege ich die Fackel sogar wieder. Jetzt hätte ich natürlich mit ganz viel Pech den Peace-Switch da auch rausdonnern können, ne? Oh, es war natürlich alles geplant. Ah, ist ja eine Tür da. Es ist halt eh eine Tür da. Okay. Okay, hier ist. Wann? Da ist ein und off. Okay, da oben sind Sachen. Ach, da ist die Fackel. Sehe ich jetzt erst. Hallo, Fackel. Okay, dann kann ich jetzt hier oben rumlaufen. Ah, da ist ein Pilz. Gewesen. Oh, ich brauche den Pilz. Ach, muss ich den drücken wieder? Aber wo soll ich denn... Ach so. Ah, fast. Ah, das ist ja cool gemacht. Okay, dann muss ich den jetzt hier hinlegen. Nice! Oh no. Okay. So. Das war cool. Jetzt muss ich aber hier wahrscheinlich relativ schnell durchrennen. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwo runtersegel. Okay. Oh shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das war wahrscheinlich so gedacht, dass das passiert. Ah, ich krieg sie wieder. Oh, wie gut. Oder ich brauche wieder einen P-Switch. Aber zurück geht nicht, ne? Ja. Also muss irgendwo hier dieser P-Switch sein. Ah, hier unten drunter. Ich wette, da drin, da wenn ich hier... Hier ist wahrscheinlich der P-Switch. Ja. Nice. Dann kann ich jetzt hier raus. Und kann... hier den P-Switch drücken.
Holy shit, ist das gut. Okay, da ist sogar richtig gewesen, der On-Off. Da ist nochmal On-Off. Okay, man sieht halt nichts. Das heißt, ich muss jetzt die Fackel hier liegen lassen. Wie hoch kann ich die? Kann ich die? Nee, das ist zu hoch. Okay, das ist eh eine Tür. Fies wäre jetzt, wenn ich hier ein Wandscher gewesen wäre. Aber wahrscheinlich wollte ich hier nie... Okay, ich hoffe, das sind nur Sprites, die mir nichts tun. Sonst wird's kritisch. Uiuiui. Coole Idee. Sehr, sehr coole Idee. Gehen wir erstmal den Weg weiter. Gorgonrot. Von Moderator und Bufor 3. Bufor 3 hatten wir schon mal, das war... G-Breeze, genau. Moderator war Lazy. Ja, auf geht's. Oh, was? Ah, okay. Ich kann jetzt alles in Stein verwandeln, indem ich... Münzen nicht scheinbar. Wait, what? Oh Gott, soll ich jetzt sowas machen? Oder eher... Oh Gott, was? Ach du Schande. Oh Himmel, das... Mal gucken, ich glaube, das ist schon so gedacht, dass man das praktisch abschickt und dann. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber ich glaube, das geht, oder? Geht das nicht? Dass man schießt und die direkt erwischt? Nein, scheinbar nicht. Ich hoffe, es ist nicht so gedacht, weil wenn so, wenn das jetzt am Anfang schon so gedacht ist, wird das natürlich noch deutlich schlimmer. Oh, super. Noch deutlich schlimmer. Aber ich meine. So hat es ja gepasst. Also wenn ich das so mache, passt es ja erstmal. Oh Gott, das Level wird schlimm. Mein Aiming ist doch kompletter Müll. Das geht die ganze Zeit. Was? Oh je, Junge. Nein. Nein. Nur einen ganz kleinen. Geht es nicht? Oh mein Gott. Aber so komme ich nicht hoch. Hab ich's jetzt verbaut? Kann ich nicht einen ganz kleinen ansetzen? Das muss doch gehen. Alter. Das geht nicht. Also ich muss von dem Viech aus direkt da hochspinchappen, oder was? Oh, es geht. Oh mein Gott. Also darf ich da nicht runter oder was war das jetzt für eine Aktion? Oh Himmel. Das ist ja richtig krank.
Ja. Muss mal ganz kurz. So. Okay. Midway Point. Ah, verstanden. Ja, schon versaut. Ich muss den hier zum Stein machen, dass er darüber springt. Reicht es? Yes. Oi, oi, oi. Super. Okay, ich brauche... Oh je. Ja. Oh, die müssen da rein. Der hätte jetzt da hochspringen müssen. Und dann muss die Kette da weiterfahren. Aber die Kette ist da schon kaputt gegangen, weil ich da schon die Dinger nicht reingesetzt habe. Oh, Himmel. Oh, Himmel. Wo auch mal der jetzt relevant sein wird. Ups. Da ist der relevant. Das war nicht so gut. Also da wirklich Geduld haben, bis die fallen. Dann passt das auch. Ach so, weil der die Ecke ist. Oh, fuck. Okay. 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 Wait, what? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Irgendwas? Oha. Irgendwas mache ich hier anders, als es gedacht ist. Kann das sein? Ach, der muss hier bleiben und dann kann ich da drauf. And now three puzzles for the three sisters. Please solve them responsibly. Ja, alles klar. Okay, das Ziel wird wohl sein, Yoshi da hoch zu transportieren. Und das geht so nicht, oder wie? Ach, ja, easy. Schon verstanden. Nur aufpassen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, ich hätte Yoshi gern schon mittig. Ja, viel besser. No! Glitch nicht kennt, fragt sich, was macht der Junge da. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich hier mache. Wenn man... Oh.
Sobald ich es hingekriegt habe, werdet ihr sehen, was ich da mache. Mensch. Wenn man Yoshi so praktisch einbaut, dann wird er wie so ein Aufzug hier hochgezogen. Das macht man normalerweise gerne mit Münzen und dann einem P-Switch, aber so geht es natürlich auch. Muss nur das Ding da. Und jetzt ab nach oben. Yay. Puzzle 1. Oha, oha. Das Puzzle ist länger als es soll. Ich hätte gerne nur einen Einraumpuzzle, bitte. Oh, verstanden. Ja. Kann ich irgendwie... Hat nicht hingehauen. Ah, ich muss die... Verstanden. Ich muss die zweite Treppe... Okay, kriege ich hin. Ich muss die zweite treffen. Und dann ist alles gut. Na, die zweite. Dann löst die dritte mir die den Block aus. Nice. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich mit dem Stern will. Aber mit dem Stern gehe ich dann hier... Ach so, mit dem Stern kann ich dann da drüber laufen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mir überlegen, was ich hier will. Ich will, dass der Block nachher noch da ist... Ach so! Hier muss ein Block hin. Und wenn ich jetzt die Snake auslöse, frisst die sich zu dem Block. Und ich kann hier dann noch drüber laufen. Und wenn ich jetzt den Stern hätte, würde ich hier nicht sterben. Okay, alles klar. So, jetzt auf Zeit. Easy. Gar kein Problem. Gut. So, jetzt muss hier ein Block hin, weil sonst sterbe ich, wenn ich das Ziel auslöse. Soweit ist schon mal klar. Wenn ich den jetzt einfach auslöse, zieht die los und ist weg. Ich kann die zu Stein machen. Ah, okay. Der ist grün, der läuft einfach runter. Ja, easy. Ah, okay. Bisschen später. Zu spät. Aber cool. Cooles Rätsel. Jetzt muss ich aber... Ja, die noch stoppen. Gut gestoppt, hätte ich gesagt. So. Ah, das wäre jetzt halt schon vorbei. Wenn ich da hochspringe, ist schon vorbei. Das war zu... Okay. Das reicht aus. Nice! Am Anfang hatte ich echt Bedenken, dass es richtig Kaizo wird, aber es ging dann. Es ging dann. Ah, das ist so ein Level, wo man sterben muss mit diesen Suicide-Blöcken wahrscheinlich. Von Baldi Boy. Wer war Baldi Boy?
Oh fuck. Oldie Boy war Morsel. Wait. Ach so. Ich muss also immer den Weg finden zu sterben. Also doch nicht mit den Blöcken, mit den Suicide-Blöcken. Oh Himmel. Das ist immer die Frage, muss man jetzt, braucht man jetzt Glitchwissen? Oder kriegt man es auch ohne Glitchwissen hin? Also, oh, ich komme nicht hoch. Ah nein. Ist da drüben irgendwas? Nein, also ich muss in die Lava da hoch. Wie komme ich in die Lava? Wie kann ich mich in diese Lava pfeffern? Oh je. Ah, das war schon besser. Ich glaube, der Trick ist es nicht ganz am Rand zu machen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh, das war gut. Das war richtig nah dran. Und dann mit der Sprungtaste so ein bisschen zu spielen noch. Oh je. Naja, das war auch gut. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit dem Spin-Jump ist es besser? Oh je. Oh, oder diesen... Den Trick könnte ich auch verwenden, dass man so einen Ansatz macht von einem Sprung und dann den speichert und dann später ausführt. Das ist, naja, so nicht. Nein! Oh je. Ach, Morsi. Ach, Morsi, warum? Nein. Nein. Ich hoffe halt, dass mein Ansatz zumindest gedanklich richtig ist und ich es nur noch nicht richtig ausführe. Nicht, dass es irgendwie ganz anders geht. Ich meine, ich denke nicht, dass es der Glitch mit diesem Ding ist, weil das kann ja hier nicht funktionieren. Na? Es wird schon irgendwie sowas sein. Oh no! Oh no! Ausnahmsweise würde ich mir mal wünschen, dass die Hitbox nicht so freundlich ist. Oh mein Gott. Ich bin doch durch das Rote durch. Oh nein. Ja! Oh my goodness. Da muss ich mich zerquetschen lassen. Okay, verstanden. Das ist einfach. Muss es nur gut timen. What? Der zerquetscht mich nicht. Oh no. Okay. What? Wait a minute. Wenn ich klein bin? Da drückt er mich auch nur durch. Wie kann ich mich da drin zerquetschen?
Oder ist da unten irgendwas, wo ich... Ach so, jetzt komme ich hier runter. Nein, das sind aber auch solche Blöcke. Vielleicht dann weiter links. Also rechts. Meine ich. No? So, stopp, 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 stopp. Oh nein. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Wie wieder in die Richtung. Darf ich... Darf ich wieder nach... Ich werde halt immer nach da gedrückt, ne? Toll. Das ist nicht, was ich wollte. Oh Gott. Ach, da ist eine Feder drin! Sag das doch gleich! LOL! Gut, dass ich den ausprobiert habe, Menschenscanner. Uff. Belastend. Okay, ich steuere die selber. Dann kann ich ja das hier machen. Ah, fast. Das reicht nicht. Nein! Warte, fast. Ich muss nur einmal drauf landen. Zum Glück habe ich eine Feder jetzt schon. So, okay. Ihn jetzt einfach zerquetschen. Ja, so nicht. Ja, so nicht. So. Oha. Das sieht nach einem großen Puzzle aus jetzt. The blue switch is not required. It only makes it easier. Gut, dass ich den noch nicht habe. Danke. Ach so. Ah, okay. Ja, verstanden. Dann muss ich die einmal hier rüberziehen. Ach, die geht da kaputt. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Ah, warte. Wenn ich die hier runterfallen lasse, ich muss was testen. Wie hoch springt die? Nee. Deswegen sind hier Blöcke. Oh nein. Ich muss... Oh nein, das ist aber wirklich so gedacht, ne? Ich muss jetzt einmal hier anlaufen. Ich schmeiß die auch nochmal runter. Ich muss die sozusagen dann, wenn die so hoch zünden. Ne, die kriege ich ja gar nicht geschnappt. Hä? Was ist mein Denkfehler? Also die landen da ja gar nicht. Weil wenn die auf dem Ding hier liegen würden, für den, deswegen, ne, deswegen ist es der blaue Switch. Wenn die da drauf liegen würden, wäre das deutlich angenehmer und einfacher. Dann ist es nicht so gedacht. Nee. Ich meine, alles, was ich schaffen muss, wäre die darüber zu schmeißen.
Das muss ich schaffen. Die andere kriege ich ja hin. Ich denke, ja. Ich denke, ich muss einfach nur verschaffen, die darüber zu schmeißen. Ja, das kriege ich hin. Irgendwie. Weißt du noch nicht wie? So nicht. Oh, wait. Kann ich die... Nee, kann ich nicht, oder? Gleichzeitig irgendwie so rüber verfrachten? Nein, bitte nicht. Bitte nicht so ein Quatsch, um Gottes Willen, nee. Nicht sowas. Welcher? Warte, kann ich die in die Hand nehmen und mich... Aber dann drehe ich die kaputt, ne? Oh, was? Ist das gedacht? Ja. Nein! Ich hasse alles. Mist. Morsel, ich hasse dich so abgrundtief. Du glaubst es gar nicht. Oh nein. Wait, im Moment habe ich eh wieder zwei Federn. Ich muss mit einer starten. Sonst wird das sowieso nichts. Wobei es egal ist. Ich darf die andere einfach nicht einsammeln. Nee, es ist egal. Ich kann das hier herunterlassen, das Ding. Ja, super. Geh weg. Keiner will dich. Ja? Okay, stopp. So. Treffen. Und jetzt muss der sitzen. Yes. Okay, da habe ich schon mal eine Shell. Ah, verstanden. Oh Gott, das wird auch interessant. Ich muss jetzt die Shell anstupsen, dann schneller als die Shell sein und mich von der Shell treffen lassen. Na, genau so. Oh, oh Himmel. Geht es irgendwie anders noch? Ach du Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kenne doch die Strats für sowas nicht. Okay, so rutsche ich sie kaputt. Vielleicht schaffe ich es, wenn ich... Dass ich sie mich dann berührt, anstatt dass ich sie kaputt rutsche. Vielleicht, wenn ich mich drehe vorher. Na? Na? Yes! Eieiei. Nice. Ist hier drüben noch was? Nein. Eieiei. Okay. Das war ein interessantes Rätsel. Uff. But we did it. We did it. Panic in the End House von Lazy. Dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.